So, liebe Löwenfans, wie angekündigt, sind wir jetzt noch einmal für euch da. Unser Partner Kassel Entdecken hat dazu aufgerufen, Fragen an unseren Cheftrainer zu stellen, die er jetzt gern beantworten möchte. Also, Alex, fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Wir lesen die Fragen so vor, wie sie formuliert, im Original formuliert worden sind. Also bitte nicht wundern, wenn die eine oder andere Frage ein bisschen holprig klingt. Also, es geht los. Warum spielst du mit der Dreier- und der Fünferkette? Also erstmal ein Hallo an alle Löwenfans. Freue mich, ja, euch gerne Antworten zu geben auf eure Fragen. Ja, zur ersten Frage. Die aufmerksam aufgepasst haben in den letzten Wochen, haben gesehen, dass wir auch schon seit einigen Wochen mit einer Viererkette spielen. Grundsätzlich muss man erstmal dazu sagen, dass wir natürlich, was die Grundordnung betrifft, was die Systematik betrifft, immer gucken, ja, welches Personal steht zur Verfügung. Beispielsweise aktuell hatten wir ja auch die Problematik, dass beide Winger verletzt sind mit Nael Najjar und mit Tobias Boche. Das hat natürlich immer Auswirkungen auch auf die Kadersituation. Also das ist das eine, welches Personal steht zur Verfügung. Das zweite ist, was passt am besten zum Gegner. Und das dritte ist, ja, was ist an insgesamt auch nach Rücksprache natürlich mit den Spielern ja, das Beste, um am Ende erfolgreich zu sein. Im letzten Winter, als ich gekommen bin, haben wir ja zunächst mit Viererkette gespielt. Ich bin auch ein Trainer, der in der Vergangenheit bei den Vereinen häufig die Viererkette hat spielen lassen. Wir haben dann aber auch gesehen in der Analyse im Januar, dass wir sowohl vor meiner Zeit als auch unter mir in den ersten Wochen sehr, sehr viele Gegentore bekommen haben in dieser Viererkette. Dass wir da nicht immer stabil waren, dass wir auch eine sehr hohe individuelle Fehlerquote hatten und dass wir einfach insgesamt Probleme in der Stabilität hatten. Dann haben wir uns, wie gesagt, im Winter, im Januar, im Februar dann auch zusammengesetzt, sowohl im Trainerteam als auch mit den Jungs gesprochen und haben überlegt, wie können wir für die Rückrunde eine Ordnung finden, die uns stabiler macht. Und dann sind wir am Ende des Tages dazu gekommen, dass wir auf diese Dreier- respektive Fünferkette gegangen sind, haben dieses System in der Rückrunde sehr erfolgreich gespielt, meistens aus dem 5-3-2, und haben dann dieses System auch mit in diese Saison genommen. Auch wieder nach Rücksprache mit den Jungs, am Ende der Vorbereitung, dieses Gefühl, wie fühlen sie sich auf dem Platz, was ist wichtig. Und wir haben dann in den letzten Wochen, auch aufgrund der Personalsituation, auch aufgrund vieler Gespräche, sind wir dann zur Viererkette gegangen. Nochmal, am Ende des Tages haben die Spiele auch gezeigt, dass es nicht eine Frage des Systems ist, sondern vor allem der Verhaltensweisen auf dem Platz. Und da müssen wir einfach daran arbeiten, dass die Fehlerquote geringer wird und dass wir, egal ob Vierer- oder Dreier-, Fünferkette, dass wir einfach weniger Gegentore bekommen. Und da sind die Jungs auf den Positionen gefragt, da ist aber insgesamt auch das Konstrukt gefragt. Nächste Frage. Warum hältst du an einem Spielsystem fest, bei dem die Mannschaft instabiler ist? Ja, die Frage habe ich eben im Prinzip schon beantwortet, weil wir haben die Systematik vor einigen Wochen verändert, haben auch damit beispielsweise ein erfolgreiches Spiel in Göppingen gemacht. Man hat aber auch gesehen, jetzt wie zuletzt in Offenbach, ja, dass es immer wieder um Verhaltensweisen auf dem Platz geht, auch natürlich um Inhalte. Und da müssen wir mit den Jungs arbeiten, dass wir da einfach besser werden und vor allen Dingen, wir haben ja in der Kaderstruktur sehr viele junge Spieler und jeder, der sich so ein bisschen im Fußball auskennt, weiß auch, gerade auch bei vielen U-Mannschaften, wenn du mit jungen Spielern arbeitest, so, dann musst du daran arbeiten, dass wir da stabiler werden, dass wir da weniger Fehler machen individuell, dass wir aber auch beispielsweise im Kettenverhalten, also wenn mehrere zusammenspielen, da einfach auch Fortschritte machen und daran müssen wir arbeiten, egal für welche Systematik wir uns am Ende entscheiden. Wenn für ein Spielsystem die Spieler fehlen, warum wird nicht ein System gespielt, wo die Mannschaft stark ist? Ja, haben wir in der Rückrunde gemacht, haben wir auch geschafft. Ich denke auch, dass wir in dieser Saison Spiele hatten, die unabhängig von der Systematik sehr ordentlich waren. Ich denke an das Spiel in Homburg. Ich denke auch an zumindest die Heimspiele Freiburg in gewissen Phasen, wo wir es gut gemacht haben. Also nochmal, es gab auch Spiele, die wirklich gut waren. Nochmal, wir treffen im Trainerteam und das bin ich ja nicht nur alleine, sondern wir haben ja in der Woche immer einen Austausch im Team, auch mit den Jungs. Und dann, wie gesagt, entscheiden wir, was ist das Beste für das nächste Spiel, welche Spieler stehen zur Verfügung und danach richten wir den Matchplan aus und sind auch immer in der Lage, Dinge anzupassen oder zu verändern, wenn alle der Meinung sind, das ist das Beste für die Mannschaft. Warum spielt die Mannschaft so extrem unsicher? Naja, das ist ja letztendlich auch ein Stück weit erklärbar in so einer Saison,
wo wir zum einen ja diesen Umbruch vollzogen haben, wo wir auch noch nicht so gefestigt sind in den Strukturen auf dem Platz. Ich hatte vorhin ja im Warm-Up-Talk auch gesagt, Spieler, die später dazugekommen sind, viele junge Spieler, so alte Spieler, neue Spieler, da muss sich jetzt irgendwo ein Konstrukt bilden, wo wir einfach es schaffen, konstanter zu werden, auch Fehlerquellen abzustellen, auch in den Spielen nicht mehr ja, so unterschiedliche Phasen zu haben, sondern über möglichst ja, 90 Minuten auf einem Level zu agieren. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist ja auch klar, in so einer Phase wie zuletzt, wo du Spiele verloren hast, wo auch sehr viel Unruhe ist im Verein, im Umfeld. Auch das sind natürlich Dinge, die sich auf die Jungs übertragen. Und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir natürlich über mannschaftliche Geschlossenheit, über Zusammenhalt, natürlich über auch kämpferische Tugenden und auch im Zusammenspiel nach wie vor mit den Zuschauern, mit den Fans, dass wir uns da rausarbeiten. Und das wird der Auftrag sein, diese Unsicherheit dann auch in den nächsten Wochen abzulegen. Warum ist Freddy nicht mehr der Ersatzkapitän? Also wir haben das auch nochmal in aller Deutlichkeit. Wir haben uns vor der Saison zusammengesetzt im Trainerteam, aber auch natürlich mit der sportlichen Leitung und haben grundsätzlich entschieden, einen anderen Impuls zu setzen bei der Kapitänssituation, bei der Kapitänsfrage. Wir haben uns für Sercan entschieden als Kapitän. Auch eine sehr bewusste Entscheidung, die über einen längeren Zeitraum gereift ist. Auch um ihn noch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Auch um seine, ja nicht nur ihn als Unterschiedsspieler zu sehen, sondern auch in der Verantwortung auf dem Platz. Das hat er beispielsweise bei seiner Station davor bei Türkgücü München auch sehr, sehr gut gemacht. Dass er sich jetzt verletzt hat, ist sicherlich nicht schön. Haben wir auch so nicht eingeplant. Aber das war erstmal die Entscheidung vor der Saison. Also auch eine Entscheidung, die im Trainerteam auch zusammen mit der sportlichen Leitung gereift ist und die wir auch so kommuniziert haben. Wir haben dazu dann einen Mannschaftsrat wählen lassen von der Mannschaft, wo insgesamt ja weitere 4 Spieler drin sind. Und da ist die Entscheidung dann gewesen, dass die Vizekapitäne mit Maurice Springfeld und mit Nael Nadjar, also 2 sind. Auch ganz klar, Nael ist schon jemand, der sehr lange im Verein ist, der auch eine hohe Identifikation als Löwe hat. Und Maurice jemand, der auch jetzt ja auch eine gewisse Erfahrung schon mitbringt, auch eine wichtige Position auf dem Platz hat. Das sind die Spieler, die als Vizekapitäne entschieden wurden. Und dann haben wir mit Freddy Brill und mit Oleg Miesbach noch 2 weitere Spieler, die in diesem Mannschaftsrat drin sind. Also diese Reihenfolge ist, denke ich, sehr, sehr klar. Und auch wenn Freddy jetzt nicht mehr die Kapitänsbinde hat, ist er für uns und für mich nach wie vor ein wichtiger Ansprechpartner. Und ja, das haben wir so auch kommuniziert. Wir haben auch vor der Saison die Rolle, die Freddy hat, sehr klar von der sportlichen Leitung mit ihm kommuniziert. Von daher sind da von unserer Seite alle Dinge klar besprochen. Und nichtsdestotrotz wird Freddy auch, das kann ich jetzt schon sagen, morgen im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt wieder auf dem Platz stehen, auch eine wichtige Rolle einnehmen und hoffentlich seinen Teil dazu beitragen, ja, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten. Nochmal eine Frage zu Freddy. Welchen Einfluss hatte die Wegnahme der Kapitänsbinde von Freddy auf die Mannschaft? Das eine ist ja immer eine Außenwirkung. Und natürlich kann ich immer nachvollziehen, dass Entscheidungen, die wir als sportliche Leitung insgesamt treffen, dass die auch einen Rückhalt hat und dass die Fans sich darüber Gedanken machen, dass die Fans auch eine klare Meinung haben. Und nochmal, Freddy Brill ist ein total verdienter Spieler, der über Jahre hier sein Löwenherz auf den Platz gelassen hat, der auch ein wichtiger Ansprechpartner für die Fans ist und der nach wie vor aber auch eine Rolle in der Mannschaft einnimmt, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, die wichtig ist für die Mannschaft, aber auch für mich. Und es ist am Ende des Tages auch nicht immer entscheidend, wer die Binde auf dem Platz hat, sondern wer übernimmt Verantwortung, wer übernimmt Führung. Und das sind Dinge, die wir von Freddy nach wie vor erwarten, wenn er auf dem Platz ist, aber auch wenn er mal nicht auf dem Platz ist. Er hatte ja auch eine Phase nach Mainz, wo er verletzt war, wo er der Mannschaft nicht zur Verfügung gestanden hat. Und auch da hat er dann außerhalb des Platzes Verantwortung übernommen. Und so stelle ich mir das insgesamt auch vor, auch diesen Austausch, den ich nach wie vor mit ihm pflege. Ja, das Thema Freddy nimmt einen großen Platz ein hier bei den Fragen. Nächste Frage bezieht sich auch darauf. Wer wird neuer Kapitän? Naja, wir haben ja schon auch das beantwortet, dass jetzt die Vizekapitäne übernehmen. Und das wird auch in den nächsten Wochen der Fall sein. Bekommt Freddy nach Sararas Verletzung eine größere Rolle?
Ja, was heißt größere Rolle? Also nochmal, er hat in der Vorbereitung alle Spiele gemacht. Er hat auch das erste Spiel in Mainz von Anfang an gemacht. Dann war die Situation mit der Verletzung. Es ist richtig, dass es danach eine Phase gegeben hat, wo Freddy nicht von Anfang an gespielt hat. Es war in der Phase aber auch so, dass wir zum einen auch 7 Punkte geholt haben. Auch, muss ich sagen, von der Art und Weise der Spiele Schritte nach vorne gemacht haben. Aber es ist jetzt schon so, dass er auch wieder auf dem Platz gestanden hat, in Gießen, auch jetzt zuletzt in Offenbach, und er wird jetzt auch gegen Frankfurt spielen. Und ich erwarte mir von ihm auf seiner Position, auf der Sechserposition, dass er eine Führungsrolle einnimmt und dass er in dieser Achse auch Teil einer hoffentlich erfolgreichen Mannschaft ist. Nächste Frage: Ist die Mannschaft auch ohne Sarara Regionalliga tauglich? Ich glaube, dass man erstmal grundsätzlich sagen kann, wir können Sergi nicht 1:1 ersetzen. Er ist ein absoluter Unterschiedsspieler, der aus meiner Sicht, wenn er fit ist, sogar auch noch aktuell, selbst auch mit 34 oder 35 Jahren höher spielen könnte, der sich aber auch bewusst für Hessen Kassel und für dieses Projekt hier entschieden hat, der sich auch in Kassel sehr wohl fühlt. Dass diese Verletzung uns bis ins Mark trifft, ist völlig klar, weil wenn wir ehrlich sind zu uns, dann hat Sergi einen erheblichen Anteil daran, dass wir in der letzten Saison den Klassenerhalt erreicht haben, mit seinen Toren, mit seinen Leistungen. Und das kannst du nicht 1:1 ersetzen, egal was wir vielleicht auch nochmal machen werden jetzt im Laufe der Zeit. Das tut uns richtig weh. Und wir müssen jetzt einfach gucken, und das habe ich den Jungs auch gesagt, so eine Situation ist natürlich ärgerlich und tut uns richtig weh. Aber jetzt müssen wir noch enger im Kader zusammenrücken. Jetzt müssen wir die Kräfte einfach auch bündeln mit den Spielern, die wir haben. Und wenn wir das tun, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch wieder Spiele gewinnen werden und dass wir auch wieder erfolgreichere Phasen erleben und am Ende auf jeden Fall auch weiterhin in dieser Regionalliga Südwest spielen können. Nächste Frage. Warum gehst du nicht zurück auf die Tugenden und verkomplizierst es dem Team? Also, ich glaube, dass wir intern sehr, sehr häufig in den letzten Wochen und Monaten über Tugenden gesprochen haben, die uns auch in der Vergangenheit ausgezeichnet haben. Ich bin komplett dabei, dass wir wieder mehr Kampfkraft auf den Platz bringen müssen, dass wir auch mehr Überzeugung und Glauben auf den Platz bringen müssen. Das sind Dinge, die wir, wie gesagt, intern besprochen haben, die die Jungs auch untereinander nochmal besprochen haben. Natürlich ist es so, wenn sich eine Kaderstruktur verändert, auch eine Altersstruktur verändert, auch so Spielertypen anders sind, dann muss sich so ein neues Konstrukt auch erstmal immer finden. Und wir müssen auch die Spieler, die wir dazugeholt haben, müssen wir dahin kriegen, dass sie mehr dieser Tugenden auch in der Gemeinschaft mit den anderen Jungs auf den Platz bringen. Da bin ich komplett dabei. Und das sind Themen, gerade auch in der Phase, wo es nicht läuft, wo du mehr über diese Dinge kommen musst. Auf der anderen Seite gilt es auch nach wie vor daran zu arbeiten, die Spielidee weiter zu implementieren, weiter daran zu arbeiten, dass wir auch in den anderen Dingen im fußballerischen Bereich besser werden. Weil, und das haben wir in Offenbach ja auch gesehen, wir haben Gegentore bekommen aus Ballverlusten. Das hat dann nichts mit Mentalität oder Tugend zu tun, sondern das ist eine Fehlerquote am Ball. Und auch daran müssen wir arbeiten, dass wir da besser werden. Genauso an der Fehlerquote hinten im Defensivbereich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir möglichst fehlerfrei bleiben. Und wenn diese Kombination zusammenkommt, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch wieder mehr Spiele gewinnen werden und dann auch wieder da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Wie willst du das Verhältnis zu den Fans verbessern? Also grundsätzlich, jeder, der mich jetzt hier in Kassel kennengelernt hat und der mich auch angesprochen hat, weiß, dass ich ein sehr offener, kommunikativer Typ bin. Und ich habe auch jetzt mehrfach intern von meiner Seite angeboten, dass ich gerne in Kontakt mit den Fans trete. Ob man ein gemeinsames Treffen macht, ob man einen Fan-Talk macht, ob man, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Bisher ist von Fanseite darauf noch nicht eingegangen worden. Ich kann es an der Stelle auch noch mal wieder anbieten, dass ich immer offen bin für Gespräche. Wir hatten in der letzten Woche eine Situation, dass auch Fans bei uns beim Training waren. Da ist es aber auch jetzt nicht konkret von denen dann auch zu Fragen oder zum Austausch gekommen. Aber nochmal, ich bin offen dafür. Und jeder, der mich hier im Stadion erlebt, ob jetzt unten in den Katakomben oder auch oben in den entsprechenden Räumen, ich bin immer offen für Gespräche. Das kann auch mal kritisch sein, das hatte ich auch jetzt nach den letzten Heimspielen, das gehört auch dazu. In guten Phasen wird man eher gelobt, in schlechten Phasen wird man eher kritisiert. Aber wenn man in einer verantwortungsvollen Position ist, ob jetzt in der sportlichen Leitung oder auch als Trainer, dann gehört es dazu, dass man auch diese Phasen leben muss. Das tue ich und deswegen auch an der Stelle gerne nochmal der Aufruf,
Wer mit mir sprechen möchte, das können wir gerne organisieren, das können wir gerne tun. Dafür bin ich auf jeden Fall offen. Nächste Frage ist eigentlich schon beantwortet, aber ich lese trotzdem vor. Warum bist du so distanziert zu den Fans? Naja, das ist natürlich eine Wahrnehmung der Fans, die aus ihrer Sicht wahrscheinlich zu Recht ist, die ich mir dann auch anheften muss. Deswegen zum einen das Angebot, ja auch in Kommunikation zu treten von meiner Seite. Da nochmal gerne der Aufruf, dass wir das tun können. Ich bin eigentlich ein Typ, der, ja, wie gesagt, kommunikativ ist, der auch auf Menschen zugeht. Ich denke, das ja, weiß auch die Mannschaft, das weiß der Staff und alle, die da auch irgendwo im Verein dazugehören, auch die Geschäftsstelle. Und ich bin gerne bereit, das auch mit den Fans zu machen. Warum kommst du nie in den Block und redest mit den Fans? Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der insbesondere bei der erfolgreichen Rückrunde, die wir gespielt haben, haben wir auch sehr viele Heimspiele gewonnen. Wir waren ja über knapp 10 Monate auch zu Hause ungeschlagen. Dass ich mich immer eher ein bisschen im Hintergrund auch gehalten habe, weil ich gesagt habe, gerade nach den Siegen, ja, die Jungs sollen sich feiern lassen. Weil am Ende sind es die Spieler, die auf dem Platz stehen, die dann auch dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Und am Ende kommt auch jeder Fan ins Stadion wegen den Spielern und nicht wegen dem Trainer. Ich bin aber auch bereit, wenn Fans das wollen, dass ich sowohl nach Siegen, nach Unentschieden, aber auch nach Niederlagen mal in den Block komme. Ich habe es nach Niederlagen auch nicht getan, weil ich es nach den Siegen auch nicht getan habe. Nochmal, wenn am Ende des Tages die Fans der Meinung sind, sie wollen den Trainer in jeglicher Situation dabei haben, dann mache ich das. Aber die Kommunikation, das auch von meiner Seite, muss auf jeden Fall immer auch sachlich und auf einer persönlich niveauvollen Ebene sein. Mit Anschreien oder mit Beleidigungen oder mit anderen Dingen können wir oder auch ich dann wenig anfangen. Das ist auch nicht meine Art und Weise. Wie gesagt, ich bin ein offener, aber auch sachlicher Typ und man kann immer über alles diskutieren, aber es muss schon eine Ebene sein, dass wir uns von Auge in Auge dann auch besprechen können. Und nochmal auch da, wenn das gewünscht wird, bei allen möglichen Anlässen, dann müssen wir darüber reden und dann bin ich offen dafür. Nächste Frage, zweifelst du an deiner Arbeit? Ja, ich glaube, wenn man als Trainer an seiner eigenen Arbeit zweifeln würde, dann ist man fehl am Platz. Also natürlich sind wir überzeugt von dem, was wir tun. Zum einen das, was ich als Trainer mache, aber zum anderen auch, was wir vor allen Dingen im Team machen. Weil, und da hat sich der Fußball ja auch in den letzten, würde ich mal sagen, 15, 20 Jahren verändert. Es ist nicht mehr diese One-Man-Show, wie es vielleicht früher der Fall war. Ich habe einen sehr guten Draht zur Familie Rehhagel, weil ich mit Jens, dem Sohn von Otto, befreundet bin. Bei Otto war es damals in Bremen ja schon so und auch bei den anderen Stationen. Das war ein Trainertyp, ja, der viel gemacht hat. Heutzutage ist es anders. So, das heißt, du hast ein Team um dich herum an Experten, die ich auch nutze. Und wir besprechen alles. Wir besprechen oder planen die Trainingsinhalte, die Spiele, auch in der Nachbereitung. Es gibt klare Rollenverteilung und Aufgabenverteilung. Und natürlich am Ende des Tages muss der Cheftrainer immer die finale Entscheidung treffen. Aber in diesem Prozess ist das Trainerteam komplett mit drin, bei allen Entscheidungen, die wir treffen. Auch Sören Gonter, mit dem wir natürlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten, insbesondere ich, wo wir auch viele Dinge besprechen, mit ihm als Leitung, als Geschäftsführer, auch als Experte natürlich. Nochmal, ich hole mir immer wieder sehr, sehr viele Meinungen ein, übrigens auch aus der Mannschaft, gerade auch mit den Führungsspielern. Ich höre mir auch Stimmungen an aus der Mannschaft. Und am Ende nochmal, muss ich die Entscheidung treffen und da stehe ich dann auch komplett dahinter. Und deswegen, wir haben unsere Arbeitsweise im Vergleich zur erfolgreichen Rückrunde gar nicht verändert. Ich glaube, wir sind sogar nochmal durch die Situation mit Alban mehr nochmal ein Stück weit besser geworden. Wir können auch nochmal im Team noch individueller mit den Jungs arbeiten, das auch betrachten. Also, die Arbeitsweise ist die gleiche, aber wie das im Leben immer so ist, auch gerade im Sport, es gibt unterschiedliche Phasen und Wellen. Und jetzt haben wir gerade eine Welle, die eben nicht so schön ist. Aber auch da muss man durch und muss mit klarer Analyse, aber auch mit klarem Kopf seinen Weg weiter fortsetzen. Und das werden wir tun. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Was sind deine Ziele mit dem KSV? Naja, dazu muss man ja auch ein bisschen weiter ausholen. Als ich im November gekommen bin und die Gespräche mit den Verantwortlichen hatte, wurde mir hier ein klarer Plan aufgezeigt, ein Projekt. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch gesagt, ich bin definitiv bereit, auch für einen längeren Zeitraum nach Kassel zu kommen. Bin kein Typ, der irgendwie nur irgendwo kurzfristig sein will. Es war aber auch klar bei diesem Plan,
dass wir das erste halbe Jahr, also sprich die letzte Saison, erstmal nutzen müssen, um den Klassenerhalt zu realisieren. Das Ganze zu stabilisieren und dann im nächsten Schritt darauf aufzubauen. Dann haben wir eine super Rückrunde gespielt, 30 Punkte, eine Top-5-Bilanz. Ich glaube, da konnte man im November nicht unbedingt damit rechnen, aber da haben wir vieles richtig gut gemacht, auch gute Maßnahmen getroffen. Und dann hatten alle, insbesondere ich, natürlich die Hoffnung, dass wir darauf aufbauen, weil wir schon in diesem, sagen wir mal, 2,5-3-Jahresplan nach oben wollen. Man muss aber auch sagen, dass diese Hoffnung, die ich gehabt habe, dass es da im Sommer dann schon Momente gab, wo mir klar geworden ist, dass das, so wie ich mir das vorgestellt habe, im sportlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich nicht so ist, dass wir einfach die Schritte so schnell nach vorne machen können, wie ich das möchte. Trotzdem bin ich jemand, der dann nicht sagt, ah, jetzt laufe ich weg oder jetzt mache ich nicht mehr alles, sondern auch da habe ich gesagt, ja, wir müssen die Situation im Verein, in der Gesamtheit so annehmen, wie sie ist und müssen trotzdem versuchen, in kleineren Schritten, aber in Schritten auf jeden Fall weiter daran zu arbeiten, ja, nach vorne zu kommen. Wir haben auch ganz klar, was die Zielsetzung betrifft, also wir sind ja Zehnter geworden am Ende. Und ich höre dann natürlich immer wieder sehr viele Stimmen, auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass der KSV Hessen-Kassel nach oben möchte. Das möchte ich auch. Mein Ziel ist Profifußball. Und mein Ziel ist es auch, so schnell wie möglich in eine dritte Liga zu kommen. Aber du musst halt immer bei einer Erwartungshaltung gucken, was ist möglich? Welche Schritte sind möglich? Ich sage an der Stelle auch nochmal sehr deutlich, die Erwartungshaltung, die hier geschnürt wurde oder geschürt wurde, passt nicht zu den realen Gegebenheiten, die wir haben. Wir sind Zehnter geworden und natürlich haben wir dann in diesem Schritt, also sowohl Sören Gonter als auch ich gesagt, ja, wir wollen ja irgendwie sportlich schon nach vorne kommen. Auch wenn wir von der Etat-Tabelle nicht unter den Top 10 sind. Da sind wir da drunter, sehr deutlich. Aber wir können ja jetzt nicht sagen, okay, dann wollen wir sportlich 11., 12., 13. werden. Das kauft uns kein Fan ab, sondern wir haben gesagt, ja, wir wollen basierend auf Platz 10 schon daran arbeiten, Schritte nach vorne zu machen. Einstelliger Tabellenplatz, Platz 9, vielleicht auch noch ein Tuck besser. Kurz zur Erinnerung, wir waren vor 2 Wochen nach dem Sieg in Göppingen auf Platz 9 und wir waren vor 4 Wochen auf Platz 8. Also so ganz abwegig ist es nicht. Aber wer denkt, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, im sportlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, oben mitspielen oder ganz oben mitspielen, der kennt nicht die realen Fakten, die wir haben. Jetzt haben wir eine Situation, dass wir auch gerade durch diese schlechte Phase nicht gut stehen und aus dieser Phase müssen wir uns rausarbeiten. Wir haben auch klar gesagt, jetzt erstmal bis zum Winter, wir müssen Punkte hamstern, Schritt für Schritt, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, als ich gekommen bin im November. Und dann setzen wir uns im Winter hin und gucken, wie ist die Situation. Aber unter den aktuellen Gegebenheiten, wie sie ist, muss es immer erstmal das Ziel sein, so schnell wie möglich Punkte zu holen, um den Klassenerhalt zu fixieren. Und was darüber hinauskommt, das, was wir gesagt haben, dann besser zu werden als in der letzten Saison, das sind dann Dinge, wo ich perspektivisch natürlich weiter daran festhalte, woran ich arbeiten möchte. Aber du musst die Situation annehmen, so wie sie jetzt sind, erstmal bis zum Winter versuchen, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten Punkte zu hamstern und dann darauf weiterarbeiten. Aber Träumereien oder Ziele nach ganz oben sind in dieser Saison definitiv mit den Möglichkeiten, die wir haben, nicht möglich. Die nächste Frage schließt eigentlich an die vorausgegangene an. Hast du zum Teil schon beantwortet, wie soll es jetzt mit dem KSV weitergehen und wie stellst du dir deine Zukunft beim KSV vor? Ja, wie soll es weitergehen? Wir müssen die Situation jetzt so annehmen, wie sie ist. Gerade auch diese Phase so annehmen, wie sie ist. Ich habe von den Jungs gehört, dass es in den letzten Jahren in Kassel immer mal solche Phasen gegeben hat, vor allen Dingen im Herbst. Gerade die Jungs, die länger dabei sind, die mir das auch gesagt haben, dass es immer mal Phasen in den letzten Jahren in Kassel gegeben hat, wo es schwer war und wo man es aber dann auch wieder geschafft hat, als Mannschaft, aber auch zusammen mit dem Umfeld, sich da rauszuarbeiten. Und das ist genau die Aufgabe, die wir jetzt angehen müssen in den nächsten Wochen. Erstmal in der ersten Etappe bis zum Winter. Punkte hamstern, daran arbeiten, dass wir stabiler werden, dass wir auch vor allen Dingen Ergebnisse einfahren. Das ist nicht einfach bei der Enge der Liga, aber wir haben im letzten Jahr schon mal bewiesen, dass wir das hinkriegen können. Und daran werden wir jetzt wieder arbeiten. Und so stelle ich mir jetzt auch die nahe Zukunft vor. Und ich werde alles dafür tun, zusammen mit den Jungs, dass wir das dann auch erreichen. Nächste Frage ist
quasi mit dem letzten Satz beantwortet. Was ist das jetzige Saisonziel? Können wir überspringen. Ja. Wie planst du, aus der Krise herauszukommen? Ja, also es geht zum einen natürlich um Zusammenhalt. Also Zusammenhalt in der Mannschaft, im Teamgefüge, auch zusammen mit dem Umfeld. Ich glaube, dass wir so eine Phase jetzt annehmen müssen, dass wir auch wegkommen müssen von persönlichen Eitelkeiten, dass wir wegkommen müssen auch von unterschiedlichen Gedanken und Herangehensweisen. Ein Verein ist nur dann stark, wenn er einig ist in dem, was er tut. Und damit meine ich nicht nur die Mannschaft, damit meine ich den ganzen Verein. Alle Gremien, die dazugehören, alle Fans, die dazugehören, das Umfeld, wir im Team. Wir müssen eine Einigkeit haben und wir müssen, wie gesagt, in den nächsten Wochen daran arbeiten, dass wir natürlich als Mannschaft noch enger zusammenrücken, die Kräfte bündeln, dass wir inhaltlich daran arbeiten, diese Mannschaft besser zu machen, beziehungsweise die Fehlerquote geringer zu halten, auch stabiler zu werden. Das betrifft vor allen Dingen die Defensive. Man sieht ja auch die Gegentorquote. Und dass wir daran arbeiten müssen, auch nach vorne. Und trotzdem, egal wenn auch mal was negativ ist, dass wir mutig sind, dass wir an uns glauben. Und das können wir nur in der Gemeinschaft schaffen. Wir auf dem Platz, aber auch zusammen mit dem Drumherum. Was wolltest du werden, bevor du Fußballer wurdest? Ja, mein Werdegang ist sicherlich auch ein spezieller. Weil natürlich habe ich als junger Fußballer, ich habe auch in jungen Jahren auch in der vierten Liga gespielt, habe auch sicherlich den Traum gehabt, nochmal in den Bundesliga-Bereich vorzustoßen. Dann habe ich auch Anfang 20 sehr, sehr viele Verletzungen auch gehabt, war aber auch schon immer sehr reflektiert, wusste auch mit den Attributen, die ich habe, dass dann der Sprung nach ganz oben vielleicht auch eher schwierig wird. Und ich habe dann relativ früh, auch nach den ersten schweren Verletzungen, gerade im Kniebereich, habe ich angefangen, Lehramt zu studieren. Mit Sport und Englisch, später noch jetzt in der Schule ist Französisch dazugekommen und habe mir dadurch ein sicheres Standbein aufgebaut. Ich habe dann noch ein paar Jahre weitergespielt, hatte dann wieder eine schwere Verletzung mit dem Schienen- und Wadenbeinbruch und dann ist einfach dieser Gedanke gereift und dann habe ich als Spieler relativ früh aufgehört, habe meine erste Trainerlizenz erworben, habe dann als Lehrer gearbeitet in der Schule, habe im Stützpunkt angefangen als Trainer zu arbeiten, damals mit Niklas Füllkrug in Hannover, eine Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und habe dann mit Ende 20 diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt in den Herrenbereich. Und bin jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit im Herrenbereich als Trainer aktiv. Auch da, ich habe mir alles selber erarbeitet. Ich habe in der Landesliga angefangen, bin über die Oberliga in die Regionalliga gekommen, war dann auch zwischenzeitlich im internationalen Fußball tätig in Österreich und bin jetzt hier in Kassel und immer mit dem Wunsch, so professionell und so hoch wie möglich arbeiten zu wollen, weil ich ehrgeizig bin, weil ich Leidenschaft für den Fußball habe und deswegen so dieses Ziel Profifußballer habe ich am Ende nicht erreicht, das muss man klar sagen, aber ich habe schon immer gerne mit Menschen gearbeitet, deswegen auch Lehramt, Zusammenarbeit mit Menschen, Kommunikation mit Menschen, auch den Menschen dahinter zu sehen und so bin ich auch zum Trainer-Dasein gekommen und das lebe ich mit voller Leidenschaft und Intensität und das möchte ich auch gerne fortführen. Welchen Fußballverein bewunderst du am meisten in Deutschland? Aktuell muss man tatsächlich sagen Heidenheim, weil ich es besonders finde, welchen Weg einfach dieser Verein in den letzten knapp zwei Jahrzehnten genommen hat. Und ich glaube, der KSV Essen-Kassel ist ja auch ein Traditionsverein und ich liebe Traditionsvereine, weil ich einfach diese Emotionen, diese Leidenschaft teile für den Fußball. Deswegen kann ich auch die Fans gut verstehen, dass sie das einfach auch leben. Aber dieses Beispiel Heidenheim zeigt einfach auch, du musst einfach über Jahre etwas aufbauen, etwas Nachhaltiges aufbauen. Ich glaube, dass es dieser Verein geschafft hat. Die haben ja mal vor 20 Jahren in der Landesliga, glaube ich, begonnen mit Holger Sandwald und haben dann einfach peu à peu diesen Verein auf die Beine gestellt, professionellere Strukturen geschaffen, den finanziellen Background, den wirtschaftlichen Background nach und nach aufgebaut. Also sie haben es geschafft, die Region, auch die Unternehmen hinter sich zu bringen. Sie haben dann, und das war, glaube ich, auch eine sehr entscheidende Personalie, mit Frank Schmidt einen Trainer installiert, der jetzt immer noch da ist. Das heißt, der ist über ein Jahrzehnt dort. Ich glaube, dass nachhaltiger Erfolg nur damit gelingt, wenn du eine Kontinuität hast in den entscheidenden Positionen.
in den verantwortlichen Positionen im sportlichen Bereich, dass diese Personen etwas aufbauen können, dass diese Personen etwas entwickeln können. Es geht aus meiner Sicht auch nur, wenn du Strukturen professionalisierst. Damit meine ich natürlich den Pool der Menschen, die dann auch für diesen Verein arbeiten. Ich glaube auch nach wie vor, Tradition ist das eine und ich liebe Tradition. Aber Tradition bringt dich heute nicht mehr nach oben. Und man sieht, dass Vereine wie Heidenheim, auch andere Vereine wie Elversberg, jetzt auch an einem Traditionsverein wie Hessen Kassel vorbeigezogen sind, weil sie über lange Zeit einfach sehr, sehr gut nachhaltig gearbeitet haben. Auch mit Holger Sandwald und mit Frank Schmidt zwei absolute Leader hatten, die diesen Weg nach oben gemacht haben. Und wo das hinführt, sieht man aktuell in die Bundesliga, in den internationalen Fußball. Und deshalb, ja, großer Respekt für das, was dort geleistet wird. Das ist ein Vorbild für den deutschen Fußball. Wie tippst du das morgige Spiel? Ja, ich bin grundsätzlich immer jemand, der zum einen positiv ist und zum anderen auch an die Mannschaft glaubt. Also tippe ich auf einen Sieg für uns. Es wird ein knappes Spiel, aber am Ende werden wir uns knapp mit einem Tor durchsetzen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welche Position würdest du verstärken und wie? Ja, es ist natürlich so, bei der Kaderstruktur, wir haben eine Menge verändert, auch die jüngere Spieler dazu genommen. Ich bin nach wie vor jemand, der aber im Fußball auch an Hierarchien denkt. Und ich glaube, dass wir in der Führungskultur, in der Hierarchie noch Schritte nach vorne machen müssen. Mir schwebt es ja immer vor, eine Achse zu haben, vom Torwart über die Innenverteidigung, über das Mittelfeld bis nach vorne. Deswegen war für mich auch diese Verpflichtung von Lukas Rupp sehr, sehr wichtig. Sergi ist jetzt weggebrochen, das wäre der Achsenspieler vorne. Also das ist so das eine. Ich glaube, dass diese junge Mannschaft, wenn wir etwas tun, noch Erfahrung und Qualität braucht, um dann einfach auch nochmal an dieser Schulter wachsen zu können. Und der zweite Aspekt ist, wir haben nicht alle Positionen doppelt besetzt im aktuellen Kader. Insbesondere nenne ich jetzt mal das Beispiel der Mittelstürmerposition, wo wir Benny Hatschitsch haben, den ich sehr, sehr schätze, weil er ein absoluter Teamspieler ist. Er hat auch jetzt schon 4 Tore gemacht. Er ist jemand, der für den Verein, für die Mannschaft alles gibt, auch für mich persönlich als Trainer, der für mich durchs Feuer geht. Aber über die Saison gesehen werden wir nicht nur mit einem Mittelstürmer Ziele erreichen können. Von daher würde ich mir schon wünschen, wenn, dass wir in der Offensive noch etwas tun, um dann einfach auch vorne Qualität dazu zu bekommen. Und am Ende ist das natürlich aber auch nicht meine Entscheidung. Das ist ja immer auch ein Zusammenspiel aus sportlichen, aber auch wirtschaftlichen Aspekten. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft nach wie vor auch noch erfahrene Spieler braucht und auch Qualität braucht, um am Ende dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Ja, nächste Frage. Würdest du deinen Vertrag freiwillig auflösen oder bleibst du, bis es nicht mehr geht? Also, ich habe im letzten November sehr bewusst, das habe ich vorhin auch erklärt, einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Ich bin jemand, der immer sehr bewusst Entscheidungen trifft. Und ich bin auch ein Typ, der in seinen Stationen, ich habe das ja vorhin so ein bisschen dargestellt, dass ich mir alles irgendwo auch erarbeiten musste. Ich habe immer Mannschaften geformt. Ich habe immer auch junge Spieler entwickelt. Und ich bin jemand, der deshalb auch diesen Zeitrahmen zusammen mit Sören und mit dem Verein so festgelegt hat, weil wir hier etwas aufbauen wollen, auch etwas Nachhaltiges aufbauen wollen. Und da geht es auch für mich nicht nur um die erste Mannschaft, sondern ich sehe so einen Verein auch immer im Gesamtkonstrukt. Das heißt, wenn wir mit Hessen Kassel weiterkommen wollen, dann müssen wir natürlich mit der ersten Mannschaft möglichst erfolgreich sein. Aber am Ende würde ich mich auch total freuen, wenn wir es schaffen, eine U23 in die Hessenliga zu bekommen, also nochmal eine Liga höher. Wenn wir die U19, U17, U15 Mannschaften auch in den höchsten Ligen haben, sprich dann auch in den NLZ-Ligen. Weil ein Verein kann nur wachsen und nachhaltig erfolgreich sein, wenn du von unten nach oben etwas wachsen lässt, auch Spieler wachsen lässt. Und natürlich freue ich mich, wenn wir Spieler haben wie jetzt Emre Büyükata, der den Weg von der U19 in die erste gemacht hat. Weil das ist der Weg, den wir auch in Kassel gehen müssen. Auch mit den Rahmenbedingungen, die wir haben. Also junge Spieler zu entwickeln, von unten nach oben, die Verzahnung noch enger zu gestalten. Und nochmal, ich habe bewusst diesen Vertrag so unterschrieben, weil ich hier zusammen auch mit Sören und mit allen im Verein etwas aufbauen möchte. Und ich laufe mit Sicherheit niemals weg, nur weil man mal eine schlechte Phase hat oder weil man mal in der Kritik steht. Das sind Dinge, die im Fußball dazugehören. Und wir arbeiten daran, dass wir einfach nach und nach Schritte nach vorne machen wollen und diesen Verein entwickeln wollen.
Nächste Frage ist eigentlich auch schon beantwortet. Wie gehst du den Abstiegskampf an und bleibst du bis zum Schluss? Ja, also auch da habe ich ja im letzten Winter, als ich hier angefangen habe, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ich muss auch sagen, dass die tabellarische Situation fast noch komplexer war, als sie jetzt ist, weil wir da ja wirklich auf dem Abstiegsplatz gestanden haben, weil auch da viele Dinge mir bewusst waren, die wir dann auch erstmal in die Wege bringen mussten. Und das haben wir geschafft. Und ich habe jetzt schon zweimal so eine Situation erlebt, vor einigen Jahren in der Regionalliga Nord schon beim BSV Reden, die auch damals auf dem vorletzten Platz gestanden haben und wo wir es in nur 14 Spielen schaffen mussten, die Liga zu halten. Auch damals sind wir am Ende Zehnter geworden und haben es eindrucksvoll hinbekommen. Und das Gleiche haben wir im letzten Jahr auch hier in Kassel geschafft, aus einer sehr schwierigen Situation rauszukommen und dann am Ende das Ziel zu erreichen. Und von daher, ich bin jemand, der sich damit auskennt, der es auch zweimal schon durchlebt hat. Und nochmal, jetzt müssen wir alles dafür tun, diesen Kampf anzunehmen. Und natürlich bleibe ich immer bis zum Schluss, weil, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wenn du Trainer bist oder in verantwortlicher Position, dann musst du diese Verantwortung übernehmen. Und dann musst du vorweggehen. Im Verein, aber auch bei der Mannschaft. Und das tue ich mit voller Überzeugung. Und ich denke, dass wir das auch im Trainerteam und auch zusammen mit Sören angehen werden und dann auch erfolgreich zum Abschluss bringen. Nächste Frage, wie gehst du damit um, dass du aktuell so negativ betrachtet wirst? Ja, auch das ist ja Teil des Trainergeschäfts. Ich meine, wenn man sich für so eine Position entscheidet, ob am Ende als Sportdirektor oder Sportchef oder auch als Trainer, ja, dann bist du immer dem Erfolg oder bist du vom Erfolg abhängig, dann bist du auch immer im Blickfeld. Und deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich bin Trainer in guten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten. Und wir haben jetzt, wenn wir auf die jüngste Historie zurückblicken, wir haben im letzten Jahr eine sehr erfolgreiche Rückrunde gespielt. Da sind wir gelobt worden, auch ich bin gelobt worden als Cheftrainer. Jetzt haben wir eine schlechte Phase, auch insgesamt nicht den Saisonstart, den wir uns vorstellen. Und mit dieser Kritik muss man leben, damit muss man klarkommen. Das tue ich auch, das gehört dazu. Dass das nicht schön ist, das ist auch klar. Man möchte natürlich immer positiv bestrahlt werden und auch viele positive Rückmeldungen bekommen. Aber nochmal, es ist Teil des Geschäfts und auch vor allen Dingen Teil des Lebens, dass man positive und auch mal negative Phasen hat und dass man damit auch umgehen muss. Und das tue ich. Und deswegen muss man das immer so annehmen, wie es ist. Die nächste Frage ist ja im Grunde genommen auch schon beantwortet. Wo siehst du den KSV in 2 Jahren? Ja, also nochmal, zum einen, es gibt einen klaren Plan, den Sören Gonta ja auch schon häufig genug dargestellt hat und er hat mich für dieses Projekt hier überzeugt mit seinen Ideen, auch mit der Klarheit, mit dem wir diese Dinge angehen wollen. Und natürlich habe ich vorhin auch schon gesagt, ich bin im Winter gekommen mit klaren Ideen. Ich habe aber jetzt im Sommer auch feststellen müssen und deswegen so Entwicklungen, wie sie jetzt stattfinden, das sind ja auch nicht immer nur kurzfristige Dinge, sondern ich habe im Sommer auch schon gewisse Dinge erkennen können, wo ich gesagt habe, das, was wir uns vielleicht alle wünschen und vorstellen, das wird nicht so schnell gehen oder das wird auch nicht so umgesetzt werden können, wie wir das vielleicht im November kommuniziert haben oder wie es mir persönlich kommuniziert wurde. Mir geht es darum, dass wir hier diesen Verein nachhaltig entwickeln und auf die nächste Stufe bringen. Ich sage aber auch, das geht nur, wenn wir zum einen natürlich auch daran arbeiten, die Strukturen weiter zu professionalisieren, weil mit einem Kader, wo Spieler noch arbeiten, studieren, was nebenbei machen, wirst du in dieser Regionalliga Südwest am Ende nicht ganz oben stehen können. Und die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, die Vereine, die oben stehen, da sind Strukturen geschaffen worden, die professionell sind. Und wir müssen zum einen diese Dinge auf jeden Fall im Blick haben, zum anderen, und da müssen wir auch ehrlich sein, wir müssen natürlich auch die budgetären Möglichkeiten erhöhen, um auch da Schritte nach vorne zu machen. Mit dem, was wir aktuell haben, sind höhere Ziele, sprich Aufstieg, sprich dritte Liga, für mich nicht realistisch. Das muss man sehr, sehr deutlich auch sagen. Aber wir müssen daran arbeiten und nach wie vor habe ich die Hoffnung, bei dem Potenzial, was ich in der Stadt, in der Region, im Verein sehe, dass wir da mal irgendwann hinkommen. Weil wenn wir das nicht schaffen, auch da Schritte nach vorne zu machen, dann wirst du die Qualität und die Strukturen auch nicht verbessern können.
Der dritte Aspekt ist, diese eher sportliche Identität zu schaffen. Ich habe vorhin gesagt, ich sehe da nicht nur die erste Mannschaft, sondern ich sehe den Gesamtverein. Wir müssen es schaffen, hier eine klare Spielidee zu implementieren, die von unten nach oben führt oder von oben nach unten, also in enger Verzahnung auch mit dem Nachwuchsbereich. Wir müssen daran arbeiten, dass wir Spieler im eigenen Verein ausbilden, dass wir eine Identität schaffen, dass jeder sieht, das ist der Fußball, für den Hessen-Kassel stehen möchte. Das ist ein Prozess, an dem wir arbeiten müssen. Wir müssen auch weiter an der Infrastruktur arbeiten, an den Trainingsbedingungen, an all dem, was dazugehört. Dafür brauchen wir auch die Stadt im Boot. Also es gibt genug Themen, wo ich sage, so wie wir jetzt aufgestellt sind, werden wir nicht höher als Regionalliga kommen. Also müssen wir daran arbeiten, alle zusammen, dass wir das Schritt für Schritt machen, um dann am Ende eine Identität zu schaffen, dass dieser Traditionsverein KSV Hessen-Kassel einfach auch wieder dahin kommt, wo er mal in der Vergangenheit war. Aber nochmal, Tradition, dafür kannst du dir heute nichts mehr kaufen. Das ist schön und ich liebe das, aber du musst das aufbauen. Und es gibt Vereine, das habe ich vorhin auch dargestellt, ja, die haben das in den letzten Jahren sehr, sehr gut gemacht und deshalb spielen sie jetzt auch in der zweiten Liga oder sogar in der Bundesliga und deshalb sind andere Vereine noch in der Regionalliga. Die letzte Frage brauchen wir dann nicht mehr zu beantworten, denn die hieß, für wann ist der Aufstieg geplant? Das waren jede Menge Fragen, jede Menge Antworten. Vielen Dank an Kassel Entdecken und Alex, vielen Dank an dich natürlich, dass du dich den Fragen gestellt hast. Und nochmal an dieser Stelle viel Erfolg für morgen. Holt was. Ne? Danke. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.